Die Kreisgebietsreform ist scheinbar nicht mehr aufzuhalten. Holger Kelch kann sich wie die anderen Oberbürgermeister aus Frankfurt-Oder und Brandenburg an der Havel damit nach wie vor nicht anfreunden. Diese Entscheidung gestern des Landtages kam für mich nicht überraschend. Das hat sich in den letzten Tagen und sogar Stunden abgezeichnet, dass die erforderliche Mehrheit der rot-roten Landesregierung steht und letzten Endes dann auch bei namentlicher Abstimmung dann auch entsprechend die Stimmen so abgegeben worden sind. Überrascht war ich allerdings bei der Debatte, wie teilweise oder mit welcher Arroganz und Ignoranz auch seitens des Regierungslagers auf die Bedürfnisse gerade der kreisfreien Städte dort eingegangen worden ist. Und das hat mich schon überrascht, dass dieser ganze lange Prozess, der in den letzten Monaten stattgefunden hat, offensichtlich nicht angekommen ist bei den Landtagsabgeordneten. Die Rot-Rot-Regierung kann die Pläne jetzt durchziehen. Sie will die bisherigen 14 Landkreise auf 10 reduzieren. Cottbus, Frankfurt und Brandenburg würden die Kreisfreiheit verlieren. Die amtierenden Oberbürgermeister wollen dagegen eine Volksinitiative ins Leben rufen. Wir haben uns gestern dazu verständigt, weil gerade auch die CDU-Landtagsfraktion sich für diese Volksinitiative ausgesprochen hat, dass wir diese Initiative unterstützen werden. Also nicht nur Brandenburg an der Havel und Cottbus, auch die Stadt Frankfurt-Oder wird dort dabei sein. Viele Bürgermeister auch, weil nach der Kreisgebietsreform kommt es garantiert zu einer Gemeindegebietsreform. Das heißt, auch die gemeindlichen Strukturen sind beschlossen oder werden beschlossen. Und das bedeutet ganz klar, dass noch viele Gespräche jetzt geführt werden in den nächsten Wochen und Monaten. Man hat vor, Mitte Oktober mit dieser Volksinitiative zu starten. Bei der Bevölkerung stößt die geplante Reform schon lange auf Widerstand. Innenminister Karl-Heinz Schröter musste bei den Bürgerdialogen viel Kritik hinnehmen. Die Landesregierung ist darauf nicht eingegangen. Sie will um jeden Preis das Leitbild zur Verwaltungsstrukturreform durchsetzen. Holger Kelch will das nicht akzeptieren. Ich gebe so schnell nicht auf. Dafür ist unsere Stadt mir viel zu wichtig. Auch gerade die Cottbusserinnen und Cottbusser sind mir wichtig, dass sie das, was sie hier durch die Stadtverwaltung aus einer Hand bekommen, auch weiter fortgeführt werden. Deswegen ist die Volksinitiative das eine, aber auch die Möglichkeit, bei bestimmten Gesetzen, die jetzt verabschiedet werden, dann die Verfassungsbeschwerde zu prüfen, ist die andere Möglichkeit. Also wir werden jedes rechtsstaatliche Mittel nutzen, um diese Reform zu verhindern. Die Kreisgebietsreform soll bis zur Landtagswahl 2019 abgeschlossen sein. Die behördlichen Aufgaben zwischen Land, Kreis und Kommunen sollen bis 2020 neu verteilt werden.